Fuß Tina Sprudel. Es hat verrückt! Willkommen in Hettenhausen. Hier fällt heute die Entscheidung in der A-Liga Fulda-Rhön über die Meisterschaft. Die SG Hettenhausen-Schmallnau hat beste Möglichkeiten, den Titel einzufahren. Ganz einfach, ein Sieg gegen Mortenkoden und man ist durch. Man will sich auf keinen Fall auf ein Fernduell mit dem SV Velgers einlassen, der zeitgleich bei der zweiten Mannschaft der FSG Dippertz-Dierlos spielte. Man will das Spiel hier gewinnen, das sagte man klar und deutlich vorher, um jedem Zittern aus dem Weg zu gehen. Und so begann die Mannschaft auch hier von Marko Novakovic. Wir sind in der dritten Minute, dieser lange Einwurf von Jonas Bohnwagner. Und dann kommt Jonas Will am langen Pfosten an den Ball und verzieht leicht ein erstes Hallowach für Schmallnau-Hettenhausen. Wie gesagt, das war die dritte Spielminute. Man begann aggressiv, man war von Anfang an voll da und man machte die Belohnung perfekt. Hier kommt der Ball nach außen, das ist Cornelius Schleicher, der setzt sich durch, geht in den Strafraum und dann ist sein Flachschuss drin. Es steht 1:0 und das war natürlich eine Beruhigung für die Nerven bei der SG Schmallnau-Hettenhausen. Nicht auszudenken, so ein Finale wie in der Bundesliga gestern. Nein, hier wollte man früh alles klar machen und ging nach 9 Minuten schon mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Marko Novakovic setzte gleich noch einen drauf. 18. Spielminute, dieser Ball hier an den Pfosten und dann setzt er nach und er ist schon fast der Aufstiegsheld mit diesem Treffer. Wieder Cornelius Schleicher, 2:0 für die Hausherren. Ja, schon so etwas wie die Vorentscheidung in diesem Spiel hier. Da musste man wirklich nicht schauen, was Velgers in Dippertz zur gleichen Zeit macht. Und es hätte alles noch viel besser kommen können. Wir sind in der 30. Minute. Jetzt verlieren die Mottner gleich den Ball. Achtung, der Ball geht zurück. Das ist hier mit der Nummer 4 Christian Leibold, der Torhüter. Dann wieder Christian Leibold. Und der patzt jetzt gleich hier. Und jetzt geht's zack, zack. Juri Ivan Matza spielt quer. Und das ist mit der 7 Patrick Bönisch. Und das scheitert. Ja, das muss das 3:0 sein nach einer halben Stunde Spielzeit. Ja, und danach ging so ein bisschen der Faden verloren, hatte man den Eindruck, es gibt eine Ecke für Motten, die nicht viel nach vorne machten, aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Anschluss kam. Jonathan Mott macht das 2:1 und zeitgleich sickerte durch, dass Velgers in Dippertz führte. So, das heißt, kein Tor mehr kassieren für Schmallnau-Hettenhausen und sie waren ein bisschen nervös, auch wenn das Marko Novakovic nachher anders sagte. Ich fand schon, dass man merkte, um was es hier ging. Und dann dauerte es bis zur 70. Minute, bis zu dieser Ecke und bis zu diesem Tor von Marius Bub. Der wird auf der Linie noch abgefälscht. Für mich kein Eigentor. Der Eckball kam von Jonas Bohnwagner. Und jetzt führt Schmallnau 3:1. Das war eigentlich hier die Entscheidung. Jetzt war der Käse gegessen, zumal Motten nach vorne nicht allzu viel machte. Noch eine Möglichkeit für einen weiteren Treffer. Tobi Bub, ihr kennt ihn noch, er hat beide Tore geschossen in Velgers, beide Tore geschossen gegen Velgers, hat einen großen Anteil an der Meisterschaft. Er war angeschlagen und bekommt hier 30 Sekunden nach seiner Einwechslung die Möglichkeit, trifft aber nur den Pfosten. Pech für ihn, das wäre die Krönung für seine Saison gewesen. Die beste Szene von Motten in der dritten Minute der Nachspielzeit. Hier muss Schmallnau-Hettenhausen noch einmal auf der Linie klären, aber das hätte sowieso nichts mehr geändert. Es war ein souveräner Auftritt des Tabellenführers und jetzt auch des Meisters. Herzlich willkommen in der Kreisoberliga, die SG Schmallnau-Hettenhausen. Sie haben es verdient, nur 2 Niederlagen in dieser Saison, eine richtig starke Spielzeit hinter sich gebracht. Die Mannen von Marko Novakovic, wie gesagt, über 300 Zuschauer hier in Hettenhausen, eine kleine Euphorie ausgebrochen, klasse, super Spielgemeinschaft. Im 4. Jahr des Bestehens hat die Mannschaft den Aufstieg gepackt, ja, und für Marko Novakovic ist das ja in Hettenhausen schon der 2. Titel, denn er coachte die Mannschaft schon, als die SG Hettenhausen noch eigenständig war und damals in die A-Liga aufstieg. Es folgte sein Wechsel nach Weyers, die Fusion zwischen Schmallnau und Hettenhausen. Und nun hat er seinen 2. Meistertitel mit seinen Jungs eingefahren. Wie gesagt, Schmallnau-Hettenhausen im kommenden Jahr wieder in der Kreisoberliga. Ein toller Erfolg und absolut ein verdienter Meister. Denen konnte dieses Jahr keiner das Wasser reichen. Herzlichen Glückwunsch nach Hettenhausen und nach Schmallnau.